Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und einem ganz besonderen, denn Leute, was steht vor der Tür? Genau, ein neues Hauptset, um genau zu sein, Legacy of Destruction steht vor der Tür und das Ganze beinhaltet natürlich viele neue Karten und wir wollen heute auf 10 davon eingehen, also wir gucken das Ganze eben Stück für Stück an und kleiner Spoiler zu Beginn, es sind hier sehr, sehr gute Karten drin und zum Schluss habe ich natürlich nochmal ein Prachtstück. Aber wir gehen das Ganze Stück für Stück durch, ich wandere hier ein bisschen rüber, damit wir die Karte hier einblenden können, denn wir fangen mit der ersten Karte an und zwar Schlangenauge Diabellstar. Zunächst einmal Schlangenauge natürlich ein sehr gutes Deck und glatt auch Diabellstar natürlich auch gut, also in Kombination gerade. Und hier haben wir da eben das Schöne, dass wir eben Schlangenauge und Diabellstar im Namen haben, was natürlich sehr gut ist und ich muss sagen, Artwork, hui, das ist sehr, sehr hübsch, sieht sehr, sehr schön aus. Weiter geht's aber. Was kann die Karte denn? Wenn ein Angriff deklariert wird, an dem diese Karte und ein Monster deines Gegners beteiligt ist, du kannst diese Karte vom Spielfeld und jenes Monster des Gegners offen als permanenter Zauber in die Zauber- und Feindkartenzone ihres Besetzers legen. Bitte also, hier haben wir eben die Möglichkeit, eben einfach zwei Monster in die Zauber- und Feindkartenzone zu legen. Unser eigenes und das gegnerische ist sehr gut manchmal. Manchmal muss man eben gewisse Monster eben loswerden. Dementsprechend haben wir dann hier die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Aber es geht weiter, denn solange diese Karte eine permanente Zauberkarte ist, was sie dann ja ist, du kannst ein Feuermonster in deinem Friedhof wählen, außer Schlangenauge Diabellstar, denn sie selber ist ja auch Feuerhexer. Lege es als offene permanente Zauber- und Fallenkarte in die Zauber- und Fallenkartenzone seines Besitzers und falls du dies tust, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Ja, super. Also ich würde sagen, du kannst ein Feuermonster wählen, außer eben sie, legst du mir eine Zauberkarte und du kannst diese Karte Spezialbeschwören. Das ist schon ein ziemlich guter Effekt und wir dürfen hier einfach nicht vergessen, wir haben hier theoretisch auch die Möglichkeit, gegnerische Monster zu nehmen. Klar, ne, man muss natürlich gucken, ob man das Ganze will, aber hier ist eine Möglichkeit. Sie selber 2-8, was auch natürlich schön ATK ist. Du kannst jeden Effekt nur pro Spielzug benutzen. Ist eine super Karte und vor allen Dingen halt, wie gesagt, eben aufgrund der Tatsache, dass wir eben beide Namen hier drin haben. Doch es geht natürlich weiter. Kommen wir zur nächsten Karte und zwar auch Diabels, die Hüterin der Erbsünde. Und diese Karte ist etwas Besonderes, denn, sie seht schon gleich im Text, sie hat was mit sündhafter Beute zu tun, was ja auch wieder mit Diabellstar zu tun hat. Aber sie ist auch ein Illusion-Monster, was eben was Besonderes, denn Illusion gibt es noch gar nicht so viele Monster. Wir haben hier eben die Möglichkeit, ein weiteres zu bekommen und auch ein sehr gutes, denn wir lesen einfach mal, was das Ganze kann. Die Karte ist wirklich gut, gerade eben für Decks wie zum Beispiel Chimera, denn Chimera kann diese Karte wunderschön nutzen. Aber wir fangen einfach mal an. Falls eine sündhafte Beutekarte im Friedhof eines beliebigen Spielers liegt, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Auch schon mal sehr gut, weil, ja, ne, Snake Eye wird zurzeit viel gespielt. Dort wird eine sündhafte Beutekarte auch mal eventuell im Friedhof landen. Bedeutet also, nicht nur unsere, auch gegnerische können hier relevant sein. Du kannst Diabels, die Hüterin der Erbsünden, nur einmal pro Spielzug auf diese Art Spezialbeschwören. Ist natürlich verständlich, wir wollen jetzt nicht, dass wir davon 5000 Stück beschwören. Also von daher passt das Ganze natürlich. Dein Gegner muss Zauber- und Feindkarten setzen, bevor er sie aktiviert. Und das alleine, dieser kleine Satz, ist das Beste an dieser Karte, denn der Gegner muss erstmal was setzen. Wir kennen das Ganze auch sozusagen von antimagischer Duft. Natürlich, der Gegner kann die Karte setzen und kann sie dann direkt aktivieren. Zunächst einmal, eins muss man hier erwähnen natürlich, Quick-Spells, also Zauberkarten, die eben Quick-Effekt haben, also Schnell-Magie-Zauberkarten, die dürfen wir eben nicht hier mehr aktivieren. Bedeutet also, wir können diese Karten schon mal komplett rausnehmen, was sehr gut ist schon mal. Weiter ist natürlich, Fallenkarten müssen eh gesetzt werden, ist interessant nicht, aber Zauberkarten müssen erst gesetzt werden, dann aktiviert werden. Aber was bringt das, weil er kann sie aktivieren. Ja, ja, sie hat nämlich noch einen Effekt. Falls eine Zauberfalle auf dem Spielfeld gesetzt wird, muss er ja, um was zu aktivieren. Solange diese Karte in der Monsterzone liegt, außer während des Damage Steps, ich frage mich auch, na gut, es gibt bestimmt durchaus Möglichkeiten, wie man Karten setzen kann, Damage Step, aber generell, Damage Step passiert das nicht so oft. Du kannst eine Karte, die du kontrollierst und eine Karte, die den Gegner kontrolliert, wählen, zerstöre sie. Bedeutet also, der Gegner sagt, okay, ja, ich habe jetzt hier eine Zauberkarte, die will ich aktivieren, also muss ich sie setzen. Und dann haben wir die Möglichkeit, aufgrund von ihr eben die direkt zu zerstören. Bedeutet also, wir haben eine Karte zerstört. Was sehr, sehr gut ist. Natürlich, wir können auch sie selber wählen. Problem ist natürlich dann ist ihr Effekt natürlich nicht mehr da. Aber wir können hier eben so automatisch eine Karte rausnehmen. Muss natürlich gut überlegen, ob man direkt die erstgesetzte Karte zerstören möchte. Denn falls das natürlich eben nicht die Karte ist, die dem Gegner wichtig ist, dann zerstören wir sie und der Gegner aktiviert danach, also setzt dann danach die Zauberkarte, die er will und aktiviert sie dann. Müssen wir ein bisschen strategischer spielen, das ist auch interessant. Du kannst jeden Effekt von ihr nur einfach zu verwenden. Super Illusion Monster. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Karte, gerade eben auch für mein Chimera Deck. Machen wir weiter. Illusion. Wir haben mal gesagt, wir sind bei Illusion, ne? Illusion, neue Karten. Leute, hier kommt einer der besten Illusion-Karten überhaupt. Und das ist nicht eine Übertreibung, das meine ich ernst. Albtraum Lehrling. Und ich glaube, ist mit Abstand, ist die so gut. Illusion.
Stufe 6, Finsternis. Finsternis, schon mal sehr schön immer. Aber was kann diese Karte? Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören, indem du eine Karte abwirfst. Okay, wir werfen erstmal eine Karte ab, beschwören sie. Das klingt erstmal nur okay, aber es geht weiter. Du kannst sie nur einmal pro Spielzug auf diese Art Spezialbeschwören. Auch hier, wir wollen nicht 5000 davon beschwören. Falls diese Karte gegen ein Monster kämpft, können beide durch jeden Kampf nicht zerstört werden. Wichtige inbegriffene Sache, denn es sind ja Illusion-Monster. Weiter geht's. Falls diese Karte als normal oder Spezialbeschwörung beschworen wird, wichtig, sie kann sich ja selbst spezial beschwören, du kannst deiner Hand ein Illusion-Monster von dem Deck hinzufügen, außer sie selber. Und das ist halt unglaublich stark. Bedeutet also, wir kriegen jedes Illusion-Monster. Nein, nein, wir reden nicht von Chimera oder Deck-Team. Jedes Illusion-Monster können wir mit ihr suchen. Und das ist unglaublich stark. Parallel können wir sie spezial beschwören. Bedeutet also nicht nur, dass wir eben das Monster kriegen, was wir uns suchen wollen. Vielleicht eine Normalbeschwörung, vielleicht aber auch eine Spezialbeschwörung dann später. Aber das Besondere ist halt eben, dass wir sie auch noch spezial beschwören können. Heißt, wir haben ein Monster auf dem Feld, plus haben was gesucht. Ey, das ist super. Die Karte ist tipptopp. Einfach 10, na Quatsch, 20 von 10. Doch jetzt gehen wir weg von Illusion. Und gehen zu etwas, was euch vielleicht freuen könnte. Denn es sind Fan-Favorites, also Fan-Favorites. Und wir fangen an mit Lichtverpflichtete. Um genau zu sein, Lichtverpflichteter Drachenling. Ja, Lichtverpflichtete bekommt neue Karten, die hier eben drin sind. Und darunter eben auch diesen süßen Drachen. Und der Drache ist sehr nützlich für das Deck. Denn er sagt Folgendes. Erstmal ist Stufe 4, was immer gut ist für Minerva und für Synchro-Plays. Was sagt sie? Falls du ein Lichtmonster, Lichtverpflichteten Monster in deinen Friedhof hast, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Okay, also auf Deutsch, wenn wir irgendwas im Friedhof haben vom Deckthema, sofort aufs Feld. Sehr gut schon mal. Also, ist schon mal ganz nett, also definitiv, ne? Brauchen wir die Normalbeschwörung nicht, ist nett. Aber was geht weiter hier? Falls die Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, ja, ne, ist nicht so schwer, du kannst eine lichtverpflichtete Karte von deinem Deck auf den Friedhof legen, außer ihn. Bedeutet also, wir können eine beliebige reinlegen. Das kann jetzt ein Name sein, der uns fehlt, also dass wir noch einen Namen haben für Urteilsdrachen oder ähnliches. Das kann ein Monster sein, was wir eventuell wieder vom Friedhof wieder beschwören möchten. Kann aber auch ein Wolf oder ähnliches sein, der dann eben sich spezial beschwört. Bedeutet also, diese Karte alleine ist eben einfach nicht mehr Minerva. Das ist doch super. So, weiter geht's aber. Denn die kann natürlich auch noch was, wenn sie im Friedhof gelegt wird. Denn wenn sie im Friedhof gelegt wird, du kannst deine Hand ein Drachenmonster mit 3000, 2600 von deinem Deck hinzufügen. Du kannst jeden Effekt von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Da weiß ich gar nicht, welche Targets es exakt gibt mit diesen ATK-Bedingungen. Aber was ich weiß, was darunter fällt, ist natürlich der Urteilsdrache. Und das ist natürlich klar, Urteilsdrache, nicht verpflichtet, passt natürlich. Von daher ist die Karte natürlich vor allen Dingen dafür gedacht. Aber man darf nicht vergessen, dass er theoretisch auch andere Karten suchen kann, die nicht nur Urteilsdrache oder ähnliches sind. Machen wir weiter, denn wir sind bei Lichtverpflichtete nicht durch. Nein, wir kriegen eine neue Minerva, um genau zu sein, ein Synchromonster der Stufe 8. Und 8 ist schon mal perfekt für dieses Deckthema. Denn ja, warum wohl, Leute? Ja, ich habe es ja gerade die ganze Zeit erzählt. Es ist einfach wunderbar. Wir haben ganz viele Level 4er Monster und auch Level 4er Empfänger Monster. Von daher passt es perfekt. Sie ist viel synchron Effekt und sagt ein Empfänger und ein Nicht-Empfänger Monster. Was ja auch sehr gut ist, dass sie eben generisch ist. Bedeutet also, wir können hier jegliche Monster benutzen, um sie zu beschwören und eben nicht nur lichtverpflichtete Monster. So, was kann sie denn? Lichtverpflichtete Monster, die du kontrollierst, können nicht durch Karteneffekte verbannt werden. Ist ein Effekt, der jetzt nicht so oft vorkommt, aber der auch mal nützlich sein kann. Muss man einfach bedenken. Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Okay, okay. Gucken wir mal, was der Effekt ist, ne? Falls die Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst lichtverpflichtete Monster mit unterschiedlichen Typs bis zur Anzahl der lichtverpflichteten Monster, die du als Material dieser Karte verwendet hast, von deinem Deck auf den Friedhof legen. Okay, ja, wir haben ja natürlich eine Friedhofmechanik. Ist natürlich klar, passt zu Lichtverpflichtete. Was bedeutet das eigentlich? Naja, zunächst einmal, wir brauchen eh zwei Monster, um die zu beschwören. Bedeutet, zwei Monster sind bereits im Friedhof. Parallel kann sie dann zwei weitere in den Friedhof legen. Bedeutet, wir haben vier. Bedeutet also, Urteilsdrache freut sich schon für diese Karte. Und wir merken hier, es geht sehr viel natürlich um den Friedhof, um Urteilsdrache, um die Mechanik, die Lichtverpflichtete. Und das passt sehr gut und es hilft dem Deck auf jeden Fall hier konstant, das zu machen, was es möchte. Von daher, gute Karte schon mal. Aber es geht noch weiter. Denn du kannst bis zu vier lichtverpflichtete Monster vor deinem Friedhof verbannen. Warte mal, bei der Beschwörung alleine haben wir ja schon vier. Also super gute Bedingung schon mal. Lege so viele oberste Karten deines Decks auf den Friedhof. Und hier haben wir die Möglichkeit, einfach automatisch, wie gesagt, vier Karten zu millen, was natürlich super ist. Ja, das ist natürlich geil. Kannst du hier eine volle Effekte von... Genau so ist das Ganze. Hier wichtig zu bedenken ist, ne, lichtverpflichtete Monster, die kontrollierst, können nicht verbannt werden, weil sonst könnte man vielleicht denken, verbannen, blockiert sich selbst. Nein, natürlich das andere ist nur vom Feld. Weiter geht's, denn wir machen weiter, denn nicht nur Lichtverpflichtete bekommen neuen Support. Nein, auch Jubel darf sich freuen, dass neue Karten kommen. Unter anderem diese wunderschöne Fieldspell. Und ich muss jetzt mal sagen, Altraum Thron.
ist Jubel, also ich weiß nicht, wenn ich mir einen Thron bauen würde, vielleicht ein bisschen zu groß geraten, aber ich meine, wem es gefällt, ne, da will ich noch nicht urteilen. Weiter geht's hier aber jetzt mal. Es ist eine Field Spell, ist natürlich sehr gut. Field Spells funktionieren immer gut. Was kann sie denn? Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst ein Unterweltmonster mit 0 ATK und Death, das ist ja Jubel, man gut, von deinem Deck nehmen und entweder deine Hand hinzufügen oder zerstören. Und da sehen wir direkt die perfekte Mechanik. Wir können uns hier eben dementsprechend ein Unterweltmonster suchen. Und gerade wenn es um Jubel geht, ist Zerstörung natürlich ein wichtiges Element. Und hier können wir sie dann auch direkt zerstören, was unglaublich gut ist, einfach für das Deckthema selber. Aber sie kann auch mehr. Aber pro Spielzug, falls ein oder mehr offene Jubel-Monster die du kontrollierst, das Spielfeld durch den Karteneffekt verlassen. Du kannst deine Hand ein Jubel-Monster, dessen Grundstufe 1 höher oder niedriger ist, als die von einem jenem Monster, also das Monster, das zerstört wurde, von deinem Deck, deinem Friedhof oder deinen verbannten Karten hinzufügen. Dann kannst du es als Spezialbeschwörung beschwören, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Du kannst nur einen Albtraumthron pro Spielzug aktivieren. Ja, das ist natürlich eine wichtige Bedingung. Das heißt, wir können nicht einfach noch einen Albtraumthron, noch einen Albtraumthron, noch einen Albtraumthron. Das ist schon mal sehr wichtig, ist bei Fieldspiel oft so. Aber was man hier bedenken muss, ist, dass dieser Effekt eigentlich ziemlich gut ist. Denn wir können erstmal vom Deck, Friedhof oder Verband. Das ist super. Das heißt, falls die Karte nochmal im Friedhof gelandet ist, ist ja oft so bei manchen Karten, dass man sagt, okay, sie muss aus dem Deck rufen. Nein, nein. Friedhof, Verband, Deck. Super schon mal. Und dann auch eben ungeachtete Beschwörungsbedingungen, denn es gibt natürlich ein paar Jubel-Karten, die nicht so leicht zu beschwören sind hier, aber dürfen sie auch beschwören. Super gute Karte, ermöglicht uns halt eben wirklich sehr viel im Deckthema selber. Machen wir weiter mit einem anderen Deckthema, was ebenfalls hier drin ist, und zwar Centurion bekommt neue Karten und die sind natürlich auch super. Centurion spielt der eine oder andere sehr gerne und jetzt eben mit neuen Karten. Hier erstmal mit dem Synchromonster. Und das Synchromonster ist Stufe 12, wenn ich mich nicht richtig erzählt habe. 3, 6, 9, 12, korrekt. 12 Sterne und das passt natürlich perfekt, denn das passt von den Sternen sehr gut. Und vor allen Dingen haben wir eine weitere Alternative, neben den feuerroten Drachen hier ebenfalls in ein Level 12 zu gehen, was sogar themenintern ist, was super ist, weil es eben zum Turiner Name hat und natürlich, effekttechnisch, kommen wir jetzt drauf, natürlich auch zum Deckthema passt. Erstmal braucht ein Empfänger und ein Nicht-Empfänger-Monster, sehr simple Beschwörungsbedingung. Offene Karten in deiner Zauber- und Feindkartenzone können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das ist schon mal sehr gut, denn ja, wir spielen ja eben mit der Mechanik, dass wir Zauber- und Feindkartenzonen nutzen. Von daher super guter Protection-Effekt. Du kannst jeden der vollen Effekte von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Ist auch erstmal okay. Man muss ja hier jetzt nicht übertreiben, ne? Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, wichtig, Spezialbeschwörung. Nicht als Synchro-Beschwörung. Synchro-Beschwörung ist auch eine Spezialbeschwörung, aber sie geht auch bei Spezialbeschwörung, nicht nur bei Synchro-Beschwörung. Du kannst deine Hand eine Centurion-Karte von deinem Deck hinzufügen. Und das ist sehr gut. Wir können uns hier eben die passende Karte holen. Und wichtig, Centurion-Karte. Das bedeutet, wir können uns sowohl Monster als auch Zauber- und Fallenkarten. Das heißt, wir können uns genau das holen, was fehlt. Super gute Searcher-Karten. Während deiner Endphase, du kannst einer deiner Centurion-Nicht-Synchro-Monster, das verbannt ist oder sich in deinem Friedhof befindet, als offene permanente Falle in deine Zauber- und Fallenkarte-Zone legen. Und dieser Effekt passt natürlich auch perfekt hier rein in Centurion, denn Centurion, gerade bei den Synchro-Monstern, hat ja eben oft diesen Effekt. Super gute Support-Karte und passt sich perfekt eben in das Deck-Thema rein. Doch jetzt machen wir natürlich weiter. Centurion hat noch mehr bekommen. Wach auf! Centurion! Ja, so heißt die Karte. Eine Zauberkarte, Quick. Bedeutet also, wir können sie auch im gegnerischen Spielzug aktivieren, was immer sehr gut ist. Falls eine Monsterkarte offen in deiner Zauber- und Feindkartenzone liegt, du kannst ein Monster der Stufe 4 oder 8, die Stufe nennen. Beschwöre eine Centurion-Spielmarke, Pyro, Finsternis, ATK 0 mit eben der Stufe. Das ist schon mal sehr gut. Das Monster kann nicht als Fusions- und Linkbeschwörung verwendet werden. Sehr gut, hier will man natürlich ausschließen, dass man es eben nicht für was anderes benutzt. Man soll es natürlich für eine Synchro-Beschwörung nutzen. Man hätte ja auch schreiben können, das Token kann nur für eine Synchro-Beschwörung genutzt werden, aber man hat es jetzt entschieden, das so rumzuschreiben. Kann man natürlich auch machen. Ja, bedeutet also, wir bekommen hier erstmal ein Monster aufs Feld, was sehr gut ist, was Stufe 4 oder 8 ist. Bedeutet also, wir brauchen ein Monster auf dem Feld, können mit ihr dann automatisch eben 12 gehen. Super gute Karte, passt hier auch wieder perfekt zum Archetype, gerade von den Leveln. Gerade auch die Flexibilität zwischen 4 und 8 ist hier natürlich sehr gut. Aber es geht natürlich noch weiter, denn sie kann noch etwas. Während deiner Mainphase, das geht wiederum dann nur in unseren Zug, du kannst diese Karte von einem Friedhof verbannen, lege eine Centurion-Karte von deinem Deck auf den Friedhof, außer sie. Du kannst jeden Effekt von ihr noch einmal verwenden. Ja, und das ist natürlich auch ein guter Effekt, weil wir hier im Friedhof hier das Passende reinlegen können. Bedeutet also, perfekt für Zitüren zugeschnitten. Wir merken hier, der Support hat es hier in sich. Jetzt kommen wir zu einer Karte, die nicht zu einem Deckthema selber passt, auch wenn man das vom Artwork her vermuten könnte. Weg, wo ein Wille ist. Diese Karte ist sehr interessant und ich muss sagen,
Da kann das ein oder andere Spaßduell definitiv gemacht werden mit dieser Karte. Denn während deiner Main Phase, der Zugspieler kann diesen Effekt aktivieren. Bedeutet auch der Gegner. Wichtig zu merken. Grabe die obersten Karten deines Decks bis zur Anzahl der Karten aus, die dein Gegner kontrolliert. Okay, also wir dürfen ja nur so viele ausgraben, wie der Gegner Karten kontrolliert. Und falls du dies tust, füge einer von ihnen deine Hand hinzu. Das kennen wir schon durch Topf oder ähnliches, dass wir sowas machen können. Aber interessanter Effekt, der ist schon mal sehr nützlich, definitiv, ne? Zusätzlich lege die anderen übrigen Karten und eine Karte von deiner Hand in beliebige Reihenfolge unter dein Deck. Okay, wir machen also hier erstmal nicht eine Karte hinzufügen, sondern wir nehmen eine hinzu, packen eine wieder weg. Fair auf jeden Fall. Aber es geht noch weiter, denn die Karte hat noch einen kleinen Twist am Ende. Du kannst diesen Effekt von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, okay, das macht natürlich Sinn, sonst könnten wir unendlich oft hier das machen. Ich sehe dann schon die Exodia-Decks sonst kommen. Während der Endphase jedes Spielzugs, in dem ein Spieler durch den Effekt dieser Karte 9 oder mehr Karten auf einmal ausgegraben hat, jeder Spieler kann diesen Effekt aktivieren. Mische alle Karten, die dein Gegner kontrolliert und die sich in seinem Friedhof befinden, ins Deck. Bedeutet also hier komplett alle Karten von eben, super guter Effekt, von Friedhof und Feld einfach mal weg. Bedeutet also super gute Karte. Wir müssen hier dabei aber 9 aufdecken. Und das ist nochmal schon eine interessante Zahl. Wir sehen hier schon, auf dem Bild sind genau 9 Karten quasi. Also es sind jetzt hier 9 Monster. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber gerade mit Zauber- und Karten kann man es natürlich ermöglichen, dass es eben 9 Karten sind. Und dann kann man eben dazu zwingen, alles wegzulegen. Bedeutet also, wir haben hier die Möglichkeit, bei einem komplett vollen Feld das alles zu machen. Man muss natürlich sagen, wenn das so voll ist, wird der Gegner höchstwahrscheinlich diese Karte auch verhindern. Aber ich finde es sehr lustig, dass so eine, ich sag mal, verspielte Karte am Ende dann doch eine sehr große Bedrohung wird, eben für das eigene Feld. Kommen wir jetzt aber zur letzten Karte. Und diese Karte hat es in sich. Und es ist eine Karte, die das Spiel auf jeden Fall auf ein anderes Level bringen wird. Die Rede ist natürlich von dieser Karte, der letzte Bringer der Endzeit. Und es ist auf jeden Fall eine Endzeit, das kann man definitiv sagen. Denn diese Karte reiht sich ein in ja, die gleiche Stufe wie Savage Dragon, Baron de Fleur und hier jetzt eben auch Bringer der Endzeit. Worm braucht 2 Stufe 10 Monster. Da denkt man direkt natürlich an Züge. Züge haben die Möglichkeit, sehr schnell oder Maschinenzüge sehr schnell auf 2 Level 10er zu kommen. Und dann können wir sie rufen. Erstmal 3300. Gute Werte, definitiv. Was kann sie? Falls ihr nicht davon gehört habt, jetzt hört ihr es und sie ist sehr stark. Wenn der Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, Quick Effekt, heißt auch im Gegnerspielzug, du kannst ein Material von dieser Karte abhängen, annulliere die Aktivierung, dann kannst du ein Material von dieser Karte abhängen und zerstöre eine Karte auf dem Spielfeld. Bedeutet also, wir haben hier eine Annullierung, zusätzlich parallel haben wir die Möglichkeit, eine Zerstörung zu machen. Annullieren ist nicht gleich zerstören. Wichtig, gerade bei Monstern ist natürlich logisch. Aber auch bei Zauber- und Feindkarten kann das relevant sein. Aber wir haben hier quasi die Möglichkeit, am Ende dann doch die Karte zu zerstören. Super gut, also schon mal ein sehr guter Effekt. Wir nehmen Material weg. Jetzt fragt man sich natürlich, warum sollte man hier Materialien abhängen? Ist ja nicht schlimm, man hat ja E2. Aber nein, Materialien sind wichtig. Denn am Beginn des Demonstep, falls diese Karte angreift, solange sie Materialien hat. Aha, da haben wir es jetzt. Du kannst eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Punkt. Guter Effekt. Diese Karte wählt nicht, also jetzt musst du nicht eine Karte bestimmen, sondern sie zerstört einfach eine Karte. Der Gegner muss machen, weil du nicht weißt, was du machen kannst. Einfach nur durch Angriff darfst du einfach dann eben eine Karte zerstören. Sie hat 3000, wahrscheinlich wird sie den Kampf sogar auch noch gewinnen. Falls nicht, ist das nicht schlimm, weil wir können natürlich das Monster auch zerstören, was wir angreifen. Also von daher, super guter Effekt, würde ich schon mal sagen. Aber es geht weiter, denn falls diese Karte als exitbeschworene Karte zerstört wird, du kannst eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Was ist das denn? Das heißt, wir können damit annullieren, wir können mal angreifen und was zerstören und wenn er zerstört wird, können wir was zerstören. Das ist sehr stark. Unglaublich starke Karte und wirklich eine unglaublich gute Karte. Und da freuen sich auf jeden Fall sehr viele Spieler, dass eben diese Karte jetzt ins Spiel kommt. Eben mit dem neuen Set, was jetzt bald rauskommt. Ja, Leute, und das war auch die Übersicht von eben den 10 Karten. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das fandet, wie ich das vorgetragen habe. Man kann ja mal vielleicht das eine oder andere ändern, aber ich werde wahrscheinlich in Zukunft eben öfter solche Videos bringen. Von daher bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze findet. Schreibt mal Feedback unten in die Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt natürlich erstmal einen wunderschönen Tag und wie immer natürlich viel Spaß beim Duellieren.